Von der freien öffentlichen Landesbücherei in der Goethestraße bis zur modernen Stadt- und Regionalbibliothek am Puschkinplatz war es ein langer Weg. War man 1920 noch stolz auf 8000 Bücher im Bestand, so kann man heute insgesamt 200.000 Artikel ausleihen. Und das sind nicht nur Bücher, sondern auch CDs und DVDs, Computerspiele und sogar Gemälde. Das Buch wird nie verschwinden. Wir haben gerade mal jetzt in Vorbereitung 90. Geburtstag ein bisschen raussortiert, was so sehr viel ausgeliehen wurde. Tess Gerritsen, also so typische Thriller, sind da vorneweg dran, aber auch, das hat mich besonders gefreut, Henning Mankell, bekannt von einem Kurt Wallander-Roman, da ist der Chinese. Sachbücher darf man nicht unterschätzen. In den letzten Jahren, Zeit war natürlich immer im Gespräch und auch hier ständig vorbestellt und ausgeliehen, Thilo Sarrazin. Aber habe Kerkeling immer gerne genommen, ne? Ich bin dann mal weg, dürfte inzwischen ja nur jeder in Deutschland schon mal gelesen oder gesehen haben. Und natürlich ist es auch eine gute Ausleihzahlen bei Musik-CDs. Dort überraschenderweise oder vielleicht schon ein bisschen ein Trend, deutsche Bands. Ärzte, Rosenstolz liegt da ganz vorne dran. Am 20. Oktober feierte das öffentliche Bibliothekswesen in Gera seinen 90. Geburtstag und blickte auf turbulente Zeiten zurück. Zum Beispiel auf das Jahr 1972. Als die Bibliothek in ihren heutigen Standort am Puschkinplatz einzog. Oder auf die Sanierung zur Jahrtausendwende und den daraufhin jährlich geschrumpften Medienetat der Stadt. Seit vergangenem Jahr gibt es aber nun ein Bibliothekskonzept mit einem festgeschriebenen Gesamtetat, sodass sich die finanzielle Situation deutlich entspannt hat am Puschkinplatz und man nun beruhigt 90. Geburtstag feiern konnte. Wir haben jetzt eine Büchertischaktion. Diejenigen, die der Bibliothek zum 90. Geburtstag was Gutes tun wollen, die sollten dann keinen Blumenstrauß mitbringen, sondern von unserem Büchertisch ein Buch kaufen, der Bibliothek schenken, können es auch als Erste ausleihen oder auch eine DVD als Erstes anschauen und so den Bestand erweitern. Und was vom Büchertisch nicht ganz weggeht über Sponsoren, Freunde, das übernimmt dann unser Förderverein Buch und Leser e.V. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie der Festwoche möchte das Bibliotheksteam die Einrichtung der Öffentlichkeit präsentieren und dem Gera zurufen, lies mal wieder.